jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Jetzt kommt Werbung. Achtung, da kommt der Stürmer, geht an seine Bewache vorbei, läuft in den Strafraum, Schuss und Tor! Football on the Coke Side of Life. Ich bin's, Rappelzappel. Los, Kinder, bringt mich in Schwung. Und jetzt balanciert eure Kugel in meine kleinen, zappligen Hände. Aber dieser Musik, ich kann nicht aufhören zu tanzen. Wie geschickt bist du? Super, geschafft. Der Zappelspaß, Rappelzappel von MB. Wolltest du nicht fasten, mein Sohn? Ich faste doch, Herr. Aber fasten heißt verzichten und du frönst den Genuss. Du scheinst Fasten ja gut zu kennen. Du weißt, ich bin allwissend. Nimm Fasten. Wirkt wie Fasten, schmeckt wie Sünde. Oh nein, noch Flecken drin. Wollen Sie sowas erleben? Sehen Sie all diese Arbeit und dann umsonst? Mit Vanish Multi passiert Ihnen das nicht. Einfach zur Sicherheit immer einen Löffel Vanish zu jeder Wäsche geben. Und Flecken haben keine Chance mehr. Bis dann. Flecken? Nicht mit mir. Vanish. Vertrau Pink. Vergiss Flecken. Flecken auf weißer Wäsche. Vanish Power Weiß. Jetzt mit verbesserter Weißkraft. Ein Löffel genügt und solche Flecken verschwinden. Ergrautes wird weiß wie neu. Vanish Power Weiß. Vertrau Pink. Vergiss Flecken. Entdecken Sie ein revolutionäres Tarifmodell, das sich Ihrem Unternehmen nahtlos anpasst. Teamplay. Ein Unternehmen, alle Verbindungen, ein Fixpreis. Neu und nur bei T-Mobile. Jetzt kommen es bald meine Genolholzpellets. Ich freue mich schon so auf die kleinen Scheißerlern. Qualität 1A, extrem kompakt und außerdem ist immer mehr, weil sie ständig nachwachsen. Und der Krafthof beim Hatzen, das ja so gerne mal die Action sägen, die Pellets. Die unschlagbaren Genol-Holzpellets gibt's nur im Lagerhaus. Haha, Hassinger, mit dem hast du jetzt nicht brechen, was? Na. Ihr Lagerhaus-Heimvorteil. Jetzt Genol-Brennstoffe stressfrei einlagern. Schau dir das an. Oh ja, ich habe sie gestern Abend in der Bar getroffen. Sie ist nicht wirklich mein Typ. Rot steht ja echt gut. Liegt gut in der Hand. Die neue Römerquelle-Flasche. Indiana Jones, die Legende ist zurück. Mit den Indiana Jones Actionfiguren kannst du seine Abenteuer hautnah erleben. Du entscheidest, was passiert. Indiana Jones Actionfiguren und Fahrzeuge. Und genauso filmreif die Indiana Jones Peitsche. Mit Soundeffekten und Filmmusik. Stürz dich ins Abenteuer mit der Indiana Jones Peitsche. Werbung aus! Jetzt geht's weiter! Volle Kraft voraus mit euren Lieblingshelden! Alles Gute kommt von oben! Spider-Man, X-Men, die Fantastischen Vier, Moncoli Knights, wer sagt's denn? Jetix, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. It's Disney-Time. Diese Helden halten euch auf Trab mit ihren verrücktesten Tricks und den lustigsten Gags. Darkwing Duck, Captain Baloo, Disneys Aladdin, Timon und Pumba, Lilo und Stitch und die Dinos. Eure Lieblingsstars legen sich ins Zeug. Disney-Time, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1. Kennt ihr die hohe Kunst des Jobsocking? Nun lausche, wie ich versuchen werde, das Alphabet zu rülpsen. Was ist das nur? Jobsocki-Chucks! Baba gefallen? Als würden die längsten Fingernägel der Welt über die größte Tafel der Welt gezogen werden. Ja,
das waren richtig gute. Was wir vor dem Fernsehen? Chop Socky Chicks. Jeden Samstag um 10.15 Uhr im Cartoon Network bei Kabel 1. Lass uns noch eine romantische Atmosphäre schaffen. Susa, bitte. Finn denkt, dass er nur zum Lernen kommt. Das ist er. Bitte blamier mich nicht. Keine Angst, normalerweise kriegst du es ganz gut alleine hin. Hi, Finn. Was für eine Überraschung. Überraschung? Waren wir nicht verabredet? Das sagt man nur so. Ist eine Redensart. Egal. Wow, du hast Kuchen mitgebracht. Ja, das ist der Geburtstagskuchen von meiner Mama. Der ist übrig geblieben und ich wusste nicht, wohin damit. Wow, charmant. Ist er nicht ein echter Gentleman? Susa, bitte. Du hast mir versprochen, mich nicht zu blamieren. Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Nina! Nina, du brauchst dringend neue Unterhosen. Ja, schaut euch die mal an. Und das ist noch eine von den besseren. Ja. Und was genau hatte deine Mutter dir vorher versprochen? Und wenn der Ball über diese Linie rollt, dann musst du den Arm mit der Fahne nach oben nehmen. Schau so. Cool. Und jetzt bin ich ein echter Linienrichter? Jetzt bist du ein echter Linienrichter. Vor allem, weil wir keinen anderen haben. Bereit für den großen Auftritt? Und wie? Von mir aus kann es losgehen. Oh, Entschuldigung, weißt du, wo die Bushaltestelle ist? Klar. Ganz einfach. Du musst da lang, dann 300 Schritte nach rechts und dann nach links. Dann siehst du die schon. Was? Nein, der Ball war nicht immer aus. Ich habe dem Mädchen nur den Weg zum Bus beschrieben. Nein, nicht pfeifen. Ich habe dem Mädchen nur den Weg zum Bus beschrieben. Nein, hör auf. Stopp, halt. Halt. Ich zeige dir den Weg zum Bus. Ich glaube, Onkel Ronny wird diesen Film lieben. Du hast Onkel Ronny mitgebracht? Ja, er war noch nie im Kino. Ronny, man nimmt keine Nagetiere mit ins Kino. Warum denn nicht? Nagetiere mögen Filme. Onkel Ronny liebt zum Beispiel Mickey Maus. Gut, den gestiefelten Kater mag er nicht so gern. Ist jetzt auch zu spät. Pass bloß auf, dass er dir nicht wegläuft. Keine Sorge, das wird er nicht. Er wird sich nicht von der Stelle rühren. Tom? Sch, man spricht nicht im Kino. Okay, ich wollte nur sagen, Onkel Ronny ist mir entwischt. Entwischt? Was heißt denn entwischt? Mit entwischt meinte ich weg. Welches entwischt sollte ich sonst meinen? Na, großartig. Mann, jetzt. Find ihn, Tom, bitte. Okay, okay. Aber du verhältst dich ruhig. Du störst das Publikum. Ich suche ihn. Ich habe ihn. Er ist in meiner Hose, Onkel Ronny. Ich finde, du störst viel mehr als Onkel Ronny. Mädels, Hilfe, ich habe gerade von Martina gehört, dass Ralf von Yvonne gehört hat, dass Nils mit mir ausgehen will. Aber ich will nicht mit ihm ausgehen. Ich meine, ja, er ist ganz süß, aber er ist einfach nicht mein Typ. Dann sag ihm wenigstens nett ab, damit du seine Gefühle nicht verletzt. Okay, wie wär's damit? Nils, nein, ich kann nicht mit dir ausgehen, weil ich habe eine seltene Allergie gegen Jungs, die Nils heißen. Das glaubt er dir bestimmt. Ja, du hast recht. Ich hab's. Ich sag ihm, dass meine Katze krank ist und dass ich die nicht alleine lassen kann. Oh je, deine Katze ist krank? Das ist ja furchtbar. Susa, Nina hat gar keine Katze. Stimmt. Oh, zum Glück. Achtung, Mädels. Casanova im Anmarsch. Hi, Mädels. Hi, Nils. Also, ich wollte fragen, ob du vielleicht nachher mit mir ins Kino gehen willst. Linda. Lieben gerne. Cool. Ich ruf dich dann nachher an. Es war ja offensichtlich, dass er sich nicht getraut hat, mich zu fragen. Ich gehe dann mal meine Katze füttern. Ich habe ein gutes Gefühl. Finn mag dich. Warte ab, wenn er jetzt aus dem Bad kommt, dann wird er dir seine Liebe gestehen. Meinst du? Wie kommst du denn darauf? Ja, an der Art, wie er gesagt hat, die Fläche des Kreises ist Pi mal RM Quadrat. Das hat nur so getrieft vor Romantik. Ist dir das auch aufgefallen? Wenn er zurückkommt, dann versuche ich ihn unauffällig beim Lernen zu berühren. Guter Plan. Also,
Du hast gesagt, die Fläche des Kreises ist direkt proportional zum Radius. Oder so? Ja, genau. Die Hand, Nina, mach schon. Nina, ich habe zwei Fragen. Erstens, ich verstehe kein Wort. Und zweitens, warum berührst du meine Hand? Hand? Welche Hand? Ach so, die. Ach, die ist dann nur so, weil, guck mal, da ist eine fliegende Kuh. Ich sehe, ihr haltet Händchen. Nina, ich bin stolz auf dich, dass du es endlich geschafft hast, Finn zu sagen, wie gern du ihn hast. Ta-ta-ta-da, ta-ta-ta-da. Ah, das habe ich nicht gesagt. Also, nicht so. Ich habe gesagt, dass ich es gern hätte, wenn du jetzt mal Geometrie machen würdest und es auch verstehen würdest. Genau. Lea. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kid? Und erlebt neue Abenteuer mit Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Gleich bei Kabel 1. Ja.